gab es nicht nur unzählige Konsolen und Spiele, sondern auch jede Menge halbwegs skurrile Zusatzgeräte, Joypads und anderen Schnickschnack. Einer, der sich mit der Materie ganz besonders gut auskennt, ist Stefan Freundorfer, seines Zeichens Mitautor des Buches Joysticks. Wie kommt man denn auf die Idee, ein Buch nur über Joysticks zu schreiben? Mein Kollege Winnie und ich, wir spielen und sammeln schon seit Jahrzehnten und haben einfach festgestellt, dass es unheimlich viele verschiedene Controller gibt und ganz wirre und irrsinnige Konzepte. Und wir wollten einfach mal den Leuten zeigen, was gibt's alles, wie sieht die Geschichte aus, wie hat sich der Controller entwickelt seit 30 Jahren, seitdem es Videospiele gibt. Und war das nicht super schwer, die ganzen skurrilen Controller? Ich meine, Dinge wie Listik aufzutreiben? Es war nicht einfach. Also wir hatten schon einen Haufen Zeug. Wir gehen auch oft auf Flohmärkte, gucken da, was es so gibt. Und Controller sind immer noch sehr, sehr billig. Also Tipp an jeden, nachdem er das Buch durchgelesen hat, die Controllerpreise werden steigen, so für Competition Pros oder Quickshots. Und guckt einfach mal am Flohmarkt, da könnt ihr echt ein Schnäppchen machen. Also vergesst den Bausparvertrag, legt eure Kohle in Controller an. Wie lange hat es denn gedauert, das Buch alles in einem fertigzustellen? Die Idee kam uns so Januar, Februar letzten Jahres. Und von der Idee bis zur Fertigstellung 11 Monate, richtig kräftig dran gearbeitet, 6 Monate circa. So, jetzt aber genug gequatscht, dann wird uns Stefan mal die Schätzchen seiner Sammlung vorführen. Also hier haben wir die Mutter aller Controller, zumindest der Neuzeit. Das ist der ganz klassische Atari VCS-Stick, 1977 rausgekommen. Den meisten älteren Spielern ist er noch schmerzlich in Erinnerung, weil wir bei Spielen wie Decathlon, einem Zehnkampfspiel, rütteln mussten an diesem Joystick und uns da die Finger ziemlich verhunzt haben und die Joysticks kaputt gemacht haben. Da gab es aber natürlich auch schon Anfang der 80er Spezialcontroller, wie den Track and Field Controller, wo einfach links und rechts, auf, wie beim Automaten in der Spielhalle, auf diese zwei Tasten gelegt wurden und in der Mitte gibt es einen Jump-Button. Das ist alles. Das heißt, du konntest den natürlich auch nur für Spiele verwenden, die links und rechts hatten und irgendeine Feuertaste. Das ist jetzt eine Lichtpistole für ein altes Pong-System aus Mitte der 70er Jahre. Witzigerweise waren Lichtpistolen und Gewehre sowieso unter den allerersten Controllern. Also die allererste Konsole ist Magnavox Odyssey von 1972, hatte als Zusatzcontroller zum Kaufen auch ein Lichtgewehr. Fleißige GamePro-Leser kennen natürlich die Retro-Serie in der GamePro, zum Beispiel über Super Nintendo. Das hier ist der beste Super Nintendo Controller, den man heute auch noch kaufen kann. Wenn man Glück hat, kann man ihn billig kaufen, aber mittlerweile kostet der schon so 30 bis 40 Euro. Das ist der Chibi King von Halken und der hat alles, was das Spielerherz begehrt. Wir haben also die Feuertasten, wir haben für jede Feuertaste stufenlos regelbare Dauerfeuer, wir haben LEDs, wir haben wirklich alles an diesem Gerät und das ist auch massiv. Es ist über 2 Kilo schwer. Das ist ein brillanter Controller für Super Nintendo. So, und jetzt zeigt euch der Joystick-Meister mal, wie man Samba de Amigo auf dem Dreamcast spielt. Ihr kennt mich, Leute, ich bin nicht leicht zu beeindrucken. Als ich allerdings in einer dunklen Ecke von Stefans Bude die Power Shuffle-Version für die PS1 mit dazugehörigem Controller gefunden habe, gab's auch für mich kein Halten mehr. Seitdem ich mir im Studium als Baggerfahrer Kohle dazu verdienen musste, bin ich nämlich ein Riesenfan dieser Teile. Mein Tipp, wer schon immer richtig baggern wollte, sollte nach Power Shuffle Ausschau halten. Gegen den herumschnauzenden Vorarbeiter ist selbst der härteste Steel Battalion-Gegner eine Lusche. Aber zurück zum Thema. Alle, die sich ein wenig eingehender mit dem Thema Videospiele und Zubehör beschäftigen, sollten sich das Buch zulegen. In dem Schmöker erfahrt ihr wirklich fast alles, was es über Joysticks und Controller zu wissen gibt. Die Bezugsquelle und ISBN-Nummer wird gleich eingeblendet.